Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Food Lounge. Heute habe ich einen Küchentipp für euch. Und zwar, ich bin ja großer Fan von Granatäpfel, aber es scheitert meistens am Entkernen, dass ich sie öfters esse, weil es ist einfach nervig. Und es ist ja auch nicht gerade einfach, die da rauszukriegen. Und da habe ich im Internet einen ganz, ganz tollen Tipp gefunden. Und zwar, den habe ich vom Jamie Oliver. Und ich möchte euch jetzt heute zeigen, wie das funktioniert. Das ist ganz einfach. Der ein oder andere weiß es vielleicht schon, dass es diesen Tipp gibt. Aber ich habe mir gedacht, siehst, der ist cool, den zeige ich euch. Ihr braucht doch gar nicht viel. Und zwar, ihr braucht ein Brett, ihr braucht einen Granatapfel, ihr braucht ein Messer und das Wichtigste, einen Löffel, also einen Kochlöffel aus Holz und eine Schüssel. Das Wichtigste bei dem Granatapfel ist das Schneiden. Und zwar, ihr müsst ihn so schneiden, dass dieses Sternmuster ist, also das heißt, nicht vom Strung an, sondern quer, ja, von der Seite. Dann nehmt ihr die eine Granatapfelhälfte, und zwar mit dem Sternenmuster nach unten und haut dann kräftig mit dem Kochlöffel drauf. Und dann fallen die Kerne schon raus. Aber ihr müsst aufpassen, dass ihr eure Finger nicht erwischt, weil das kann wehtun. Ein Problem lässt sich irgendwie bei keiner Variante vermeiden, und zwar das ist dieses Fruchtfleisch. Das fliegt auch mit raus, aber ich muss sagen, es ist nicht so viel wie bei den anderen Methoden, wie zum Beispiel mit dem Wasser oder halt das normale Rauspopeln. Ja, und das war's dann. So einfach kommen wir an die Granatäpfelkerne ran. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es war ein guter Tipp. Und wenn ihr mehr von mir wissen wollt, dann abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss!